Aber ist der Fluch des Drax jetzt nicht? Also haben wir den gehoben dadurch, dass wir den Kopf angeschraubt haben, oder haben wir den quasi erst ausgelöst? Oder hat es einfach alles gar nichts miteinander zu tun und sind nur Volksmärchen? Sehr komisch alles. Toll! Noch näher geht nicht, oder? Schon mal was von Mindestabstand gehört? Und warum tragt ihr eigentlich keine Maske? Mit einem Schädel. Sollte mir das Sorgen machen? Vielleicht ein bisschen. Hervorragend! Der macht schon ganz gut Schaden. Und ist hinfort. Thank you.
Autsch. Autsch. Sollte reichen. Ja. Und das eigentlich auch. Ja. Oh, das können wir direkt reinschmeißen. Abgeschlossen. Wir sollen noch quer über den Friedhof. Warum kann man da jetzt nicht rein? Okay. Was fehlt uns? Offenbar ein Schlüssel oder ein Schalter. Da geht's zurück, ne? Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oder sind wir hierher gekommen? Nein, wir sind hier nicht hergekommen. Reicht das? Das reicht. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir das Tor aufbekommen. Natürlich. Und wieder so viele. Oh je. Ja, die Kämpfe. Sind teilweise nicht so spannend. Und da ist direkt der nächste. Mit Schädel dabei. Na, wird's wohl reichen? Ja. Komm, kein Kampf mehr. Aber eine Truhe. Und ein Kampf. Doch eine neue Schicksalskarte. Wir können uns die doch zumindest mal angucken. Boah, so schlecht Schaden macht die gar nicht. Dieser Schädel da. Das sieht total falsch aus. Auch da.
Es wird aber langsam ungemütlich. Man muss doch langsam mal hier. Ja. Der ist weg. Kann Grub mal was essen? Und Maya eigentlich auch? Der das gerade nicht genommen hat. Die sind tatsächlich etwas fieser als die Zombies. Er kann schon wieder was essen und Korgen auch. Schade, ich hatte gehofft, es reicht. Okay. Der letzte wird da auch nicht mehr so viel haben. Schönes Bild. Ja, kann man direkt mal essen. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Das Tor dürfte ja immer noch zu... Oh nein. Thank you.
Maja kann was essen. Korgen gleich auch. Aber umfallen. Jo. Ah, die dürfen es um die 60 haben. So wird das nix. So schon eher. Ja, das Brot können wir auch direkt wieder reinschmeißen. Und ich weiß immer noch nicht, wie das Tor aufgeht. War hier ein Schalter irgendwo versteckt? Ich glaube, sowas macht das Spiel tatsächlich nicht mit versteckten Schaltern. Ich will hier nur nicht rauslaufen, weil dann kommt natürlich alles wieder, was man hier schon mühsam zerlegt hat. Das ist ja jetzt ungünstig. Ich hätte behauptet, ich war jetzt überall. Fast überall. Okay. Da wird dann wohl auch noch ein Kampf sein, schätze ich mal. Nicht? Okay. Dann geht's ja jetzt weiter. Falsch. Da geht's lang. Wie kommen die denn dahin? Tritt dem Tod ehrenvoll vor sein Angesicht. Jemand wie du kennt keine Ehre. Da war eben noch zu. Wie kommen die hier hin? Außerdem habe ich dich schon umgeklatscht. Warum töte ich Dinge, wenn die eh wieder aufstehen?
Wenigstens ist es was anderes als diese komischen Zombie-Horden auf einen zuwatscheln zu lassen. Gut. Eben hatte er um die 100. Guck, wie viel er jetzt hat. Auch um die 100. Tötet sie! Worauf wartet ihr noch? Wir sind im Unrecht, Duke. Verschwinden wir hier. Warum lebt ihr noch? Schon wieder. Das wirst du noch bereuen, Arime. Wenn ich dein Gesicht noch einmal auf dem Weltbazar sehe, hole ich mir deinen Kopf. Hä? Korgen, ist euch jemand gefolgt? Aber wir haben sie aufgehalten. Diese Bastarde werden uns keine Schwierigkeiten mehr machen. Mein Vater? Bowman hat es nicht geschafft. Es tut mir leid. Ich konnte euch nicht rechtzeitig warnen. Nein, wenn du uns nicht gewarnt hättest, wäre überhaupt niemand von uns entkommen. Hat es sonst noch jemand geschafft? Das wissen wir nicht. Schiffe und Soldaten der Erwählten haben die Stadt abgeriegelt. Ihr Fürst heißt Doskias. Wir sind als blinde Passagiere auf einem Schlachtschiff seines Generals hierher gekommen. Er hat die Absicht, eure Stadt als Versorgungsstation auf dem Weg zu den unteren Schollen zu benutzen. Aber wieso? Die Erwählten haben die oberste Scholle seit 1000 Jahren nicht verlassen. Vielleicht will er zum Chor. Vergiss das Chor. Wir müssen unsere Stadt zurückerobern. Wir können diesen Berg nicht halten. Ganz zu schweigen von der Rückeroberung von Wind City. Wir brauchen Hilfe. Und zwar von jemandem, der es mit den Erwählten aufnehmen kann. Was ist mit Ankara und Jinnam, den beiden Ländern auf Terra 5? Ihre militärische Stärke wird allgemein gerühmt. Ich fürchte, sie bekämpfen sich in der Regel nur gegenseitig. Aber möglicherweise sind sie unsere einzige Hoffnung. Ich werde gehen und sie um Hilfe ersuchen. Du musst hier bleiben und unsere Truppen sammeln. Erteilst du mir etwa Befehle, Geliebter? Ich fasse nur noch einmal in Worte, was du ohnehin schon weißt. Und ich fürchte, du hast recht damit. Wer wird dich begleiten? Ich. Bist du sicher, Maya? Doskias ist fest entschlossen, alles zu zerstören, was ihm in den Weg kommt. Genauso wie er meine Stadt zerstört hat. Ich lasse nicht zu, dass er auch den Rest der Welt zerstört. Außerdem haben wir beide noch eine Rechnung zu begleichen. Korgen, du musst uns einen Gefallen tun, bevor du aufbrichst. Wir brauchen Vorräte für die verbleibende Zeit. Vielleicht können wir an Armstrongs versteckte Reserven gelangen. Ich werde selbst mit dem Bürgermeister von Armstrong sprechen. Betrachtet die Angelegenheit als erledigt. Kennst du den Weg? Natürlich. Armstrong ist meine Heimatstadt. Es liegt jenseits der Berge und ohne mich werdet ihr nie dorthin gelangen. Dann lasst uns gehen. Gut, auf zur nächsten Stadt. Und vorher ein schönes Gespräch. Wie komme ich durch die Berge zu dieser Stadt, die du erwähnt hast? Nimm Korgen mit. Er kennt den Weg. Da das Spiel relativ linear ist, mache ich mir da keine Sorgen. Ich bleibe nicht lange fort, Geliebte. Sei vorsichtig. Ich habe bereits meinen Vater verloren. Ich will dich nicht auch noch verlieren. So viele Emotionen auf einmal. Woher kommt die Energie für Wind City? Über Kabel, die von den Windmühlen im Norden kommen. Dann könnten wir die Energieversorgung abschneiden und die Erwählten aufhalten. Ein guter Plan. Aber einer, der warten muss, bis wir wieder bei alter Stärke sind. Kann man das nicht mit einer kleinen Truppe auch machen? Ich meine so 3 Leute, die gerade nichts zu tun haben. Oh, Gegner. An denen man vorbeikommt. Sehr gut. Und welche, an denen man nicht vorbeikommt.
jetzt wenigstens relativ schnell. An dem kommt man wieder vorbei. Und an dem nicht. Gucken, ob die Aufladung schon reicht, wenn wir mit allen dreien zuschlagen. Sparen wir uns wenigstens ein paar Sekunden. Das reicht ja so schon. Da kann er ja gar nichts. Mehr davon. Also nein, bitte nicht, aber ne? Wenn schon überhaupt, dann bitte sowas. Da läuft ein Nashorn rum oder sowas. Und es geht auf die Weltkarte.